Leute, schön, dass ihr wieder hier seid. Und heute geht es weiter mit dem Innenausbau eines Neuenglandhauses, eines Greenville Neuenglandhauses. Und heute sind wir bei Teil 2. Und weiter geht es jetzt mit dem Teil 2, dem Innenausbau eines Greenville Neuenglandhauses. Im ersten Teil habe ich euch die Reihenfolge erklärt. Da zeige ich ganz genau, auf was ihr achten müsst. Das bedeutet, zuerst wird das Haus gestellt, dann geht die Technik rein, dann werden die Wände geschlossen und dann beginnen die Spachtelarbeiten. Alles, was ihr dazu wissen müsst, seht ihr im Teil 1. Heute geht es weiter mit der Q2-Spachtelung. Ihr seht jetzt hier in dem Obergeschoss, wo wir uns befinden. Wir arbeiten uns gern immer von oben nach unten. Das Obergeschoss hier ist so gut wie fertig. Das heißt, hier ist schon der dritte Spachtelgang vollzogen und es ist auch bereits fertig weiß gestrichen. Ihr seht jetzt hier den Q3-Spachtelgang. Das bedeutet, einmal wird der Spachtel vollflächig aufgezogen. Jetzt ist es nicht wie bei Q1 und Q2 nur die Stöße und die Ecken oder die Ecksverbindungen, sondern es wird vollflächig aufgezogen und anschließend glatt gezogen. Auf die Fläche könnt ihr einen großen Spachtel nehmen, in den Ecken nehmt ihr einen kleinen Spachtel, damit es richtig eingearbeitet ist in den Ecken. Warum verspachteln wir vollflächig? Weil die letzte Ebene auf der Wand ist eine Gipskartonplatte und die ist natürlich super, super, super glatt. Aber das Papier hat auch kleine Härchen, die nach oben stehen. Das heißt, wenn ihr nur die Verbindungen spachtelt und in der Mitte das Ganze freilasst und das Ganze zweimal weiß streicht, dann, wenn ihr schräg guckt, seht ihr trotzdem die unterschiedliche Struktur der Oberfläche. Also ihr seht dort, wo gespachtelt ist und dort, wo nicht gespachtelt ist, den Unterschied sieht man in der Struktur. Man muss zwar genau gucken, aber man sieht das. Und deswegen tun wir einmal komplett vollflächlich alles spachteln und dann sieht man gar nichts. Dann ist es ganz, ganz, ganz glatt und sieht richtig toll aus. Das Ganze, wenn das fertig ist, muss es jetzt mindestens einen kompletten Tag stehen. Es muss richtig, richtig trocken sein. In diesem Raum sind bereits die Wände und die Decken fertig. Und die Decken haben jetzt auch schon über 24 Stunden gestanden und sind trocken. Wir können hier schon mit dem Schleifen beginnen. Das bedeutet, nach dem Q3-Spachtelgang werden Decken und Wände geschliffen. Und ihr seht, dass wir das maschinell machen, hingegen wir die Spachtelung noch manuell auftragen. Der Schleifer wird an einem Staubsauger befestigt, sodass nicht alles einstaubt und die Wände vor allen Dingen nicht an den Wänden der Staub wieder sich absetzt, die noch feucht sind vor allen Dingen. Deswegen ist es wichtig, dass es gleich abgezogen wird und das machen wir hier mit so einem Industriestaubsauger. Wenn die Decke jetzt ordentlich abgeschliffen ist, dann könnte sie theoretisch schon gestrichen werden. Machen wir nicht an dieser Stelle oder zu diesem Zeitpunkt, sondern wir müssen erstmal alle Wände schleifen und erst danach wird gestrichen, damit kein Staub mehr fällt und sich nichts auf der feuchten Farbe absetzen kann. So, und wenn wir streichen, wir nehmen dänische Farben zum Streichen. Das bedeutet, wir haben hier einmal von Pflüger die Farben. Diese Farbe ist mit der Grundierung zusammengemischt. Das heißt, das ist der erste Anstrich gleich mit der Grundierung. Damit werden Wände und Decken gestrichen. Ihr seht auch, das ist zugeklebt. Das heißt, wenn der letzte Eimer noch nicht verbraucht ist oder ein Eimer angebrochen ist, muss er ordentlich zugeklebt werden, damit er nicht austrocknet, sonst streicht sich die Farbe einfach nicht mehr. Auch wenn es geringfügig ist, das solltet ihr immer beachten und machen. An die Wand kommt der Wandprimer. Das bedeutet, das ist eine normale weiße Farbe, auch von Pflüger von Dänemark. Und an die Decke, da streichen wir diese besondere Farbe. Die enthält Pigmente, die Antireflektionen drin haben. Das bedeutet, man sieht dort keine Streifen. Auch wenn man so im Streiflicht guckt, sieht es erstklassig aus, so wie ihr es jetzt hier seht. Der Raum ist komplett fertig. Das heißt, dreimal gespachtelt, also zweimal normal gespachtelt über die Stöße, einmal voll verspachtelt, geschliffen und dann hier zweimal gestrichen. Es kann manchmal sein, dass es nicht ganz deckt aus irgendwelchen Gründen. Dann kann es sein, dass wir auch zweimal eine Wand streichen mit der normalen Farbe bzw. der Deckenfarbe, aber selten. In der Regel spart man sich einen kompletten Gang. Wir brauchen auch kein Acryl in den Ecken, weil das habe ich euch ja im ersten Video gezeigt, dass wir die Ecken mit einem Gewebe auskleiden, sodass man sich das Acryl sparen kann. Wir versuchen das so gut wie es geht, immer zu vermeiden, viel Acryl in den Häusern zu verbauen. Die Fenster, die sind fertig. Das heißt, es muss, wenn die Fensterbretter eingesetzt werden, dann muss nichts mehr abgedichtet werden oder ähnliches. Die Fensterbretter sind wirklich nur Zierde, Schutz, wie man möchte. Die haben jetzt keine Funktion,
dass Sie hier irgendetwas abdichten müssen. Ja, da braucht ihr keine Angst haben. Und wir nehmen dann ganz normale Holzbretter. In dem Fall hier ist es Buche und die wird lackiert. Und damit es ein bisschen übersteht, tun wir rechts und links etwas ausklinken. Die Fensterblätter werden einfach nur noch hineingesteckt. Damit es gut aussieht, ziehen wir sie hier einmal noch mit Acryl ab. Muss aber nicht sein, könnte man auch so lassen. Also sieht aber schöner aus. Hier hinten würde ich sie nicht abziehen. Das Haus bewegt sich und es macht einfach keinen Sinn. Das ist schade drum, weil die Fenster sind so schön in 90-10, also praktisch in dem Schwedenweiß gestrichen. Und die Fensterbank ist auch in Schwedenweiß gestrichen und alles andere würde stören. Mit dem Acryl muss ich auch nochmal dazu sagen, wir benutzen das möglichst wenig. Warum? Weil Acryl zieht Staub an und die Fugen werden immer dreckig. Also da sammelt sich immer der Staub und man muss es immer schrubben, ehe man es abbekommt. Also es ist nicht so angenehm. Das hier unten, das wird dann zugespachtelt. Diese Öffnung wird zugemacht. Es ist keine Funktion, also hier kann kein Wind oder irgendetwas reinziehen. Das Fenster ist vorher komplett dicht. Das heißt, es ist wirklich nur noch reine Optik. Und wir machen es nicht nur einfach zu, sondern wir machen hier eine Leiste drüber. Dadurch wirkt das Fensterbrett wesentlich dicker und es sieht auch von Weitem viel edler aus, wenn hier eine weiße Leiste darunter angebracht wird. Dann seht ihr, dass hier bereits die Türen und die Holzböden liegen. Wir verlegen die zwar jetzt noch nicht, aber sie müssen in dem Raum liegen, wo sie später verlegt werden, damit sich das Holz akklimatisieren kann. Also das heißt, wenn es draußen sehr kalt ist zum Beispiel und es wird mit dem LKW her transportiert, dann ist das Holz zusammengezogen. Wenn es hier drin liegt, dann fängt es sich an auszudehnen, auch wenn das nur einen Millimeter vielleicht ist. Trotzdem macht es aber so viel aus. Das Holz darf nicht gleich vom LKW runtergenommen werden und verlegt werden. Es muss sich in dem Gebäude akklimatisieren. Und hier hat der Bauherr, ihr seht, das kann ich euch auch mal zeigen, eine schöne, wunderschöne Diele. Das ist eine Eiche, relativ rustikal gehalten. Das heißt, hier sind die Äste, sind hier mit Spachtel ausgespachtelt worden und anschließend ist es wieder geölt worden. Und es hat einen ganz kleinen weißen Touch. Also es ist etwas weiß gekeilt. Dadurch sieht die ganz, ganz weich aus. Und so eine Eiche, die müsst ihr pflegen mit einem Pflegemittel bzw. mit einem Öl mit Weißpigmenten. Und das könnt ihr bei uns im Shop haben. Da würde ich kein naturfarbenes nehmen, sondern da würde ich wirklich eins mit Weißpigmenten nehmen. Dann habt ihr immer Freude dran. Und ihr seht auch hier, dass die Eiche Dreischicht verleimt ist. So, hier seht ihr das ganz gut, dass es Dreischicht verleimt ist. Das bedeutet, ich habe eine untere Trägerplatte, eine mittlere Schicht und dann oben die Deckschicht. Also das ist wie ein Sandwich ist das Ganze. Und dadurch kann sich die Diele nicht bewegen. Und die wird hier vollflächig verklebt. Ihr könnt hier unten auch sehen, wir sind hier im ersten Geschoss. Unter den Estrichplatten, das sind normale Estrichverbundplatten, das heißt, sie sind in Stufen oder die haben eine Stufe, sodass sie sich auch nicht bewegen können und die werden verschraubt, sodass es praktisch wie ein Estrich hier oben wirbt und unten drunter ist die Fußbodenheizung. Im Erdgeschoss haben wir den Hauswirtschaftsraum und den habe ich euch auch schon im vorigen Video gezeigt. Da wurde er als erstes gestrichen und hier könnt ihr sehen, hier wurde er bereits schon gefliest. Das heißt, der ist komplett fertig. Hier kann die Heizung jetzt installiert werden und hier können die ganze Technik hinein, ohne dass dann groß nachgestrichen wird. Höchstens, wenn man mit den Händen oder wenn die Monteure mit den Händen an die Wand gekommen sind, dass man das noch ein bisschen ausbessert. Aber ansonsten ist dieser Raum komplett fertig und die Techniker können jetzt bereits die Feininstallation hier vornehmen. So, jetzt sind wir in diesem Haus mit den Wänden komplett fertig. Es ist alles weiß gestrichen. Jetzt geht es an die restlichen Fliesenarbeiten und an die Böden. Und das zeige ich euch dann im nächsten Video. Und natürlich freue ich mich wieder über eure Hinweise und Fragen zu diesem Video in den Kommentaren unter diesem Video. Und vergesst nicht, die nächsten zwei von mir für euch empfohlenen Videos zu schauen. Dort seht ihr auch nochmal den Teil 1. Und vergesst jetzt nicht, diesen Kanal hier zu abonnieren. Dann werdet ihr immer informiert, wenn wir ein brandneues Video haben. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch. Dann wird es auch anderen Zuschauern empfohlen. Und jetzt sehen wir uns im nächsten Video.